Don't worry, Lester. It'll be okay. I hope. I'm so sorry, sir. Let me clean that up. Welcome to Budapest. Mein Bewunderer will mich in diesem Restaurant treffen, aber ich weiß nicht, wie er aussieht. Seien Sie gegrüßt. Sie kennen mich nicht, aber mir gefällt Ihre Arbeit und ich habe einen Fall für Sie. In Budapest sind Vampire aufgetaucht und die Menschen fürchten sich. Bitte helfen Sie uns. Meine Identität muss geheim bleiben. Treffen Sie mich um 20 Uhr im Restaurant Incognito. Das beiliegende Geschenk soll angeblich vor Vampiren schützen. Nein, möchte ich nicht. Ich glaube, das kriegen wir auch so hin. Das ist das Geschenk des mysteriösen Fremden. Er hat es zusammen mit dem Brief geschickt. Und damit willkommen zu Dark City in Budapest. Es ist erst 19.30 Uhr. Ich bin etwas früh dran, also werde ich den Gesprächen der Ortsansässigen lauschen. Ja, machen wir sofort. Das hier ist im Übrigen schon mein zweiter Aufnahmeversuch. Ich war eigentlich schon fröhlich dabei, bis mein Kater dann die Stromleitung gekappt hat. Mehr oder weniger. Also er hat das Kabel rausgerissen und ich saß hier auf einmal im Dunkeln. Von daher kenne ich den Anfang jetzt schon. Okay, dann lauschen wir mal. Darling, did you hear another man was attacked? They say it's a vampire. It's rumored that all the victims turned into vampires. That's why Dr. F is keeping them in the hospital. Are you a tourist? You'll need an amulet to protect you from vampires. But unfortunately, I don't have any left. Sure. I'd like to give you a souvenir to remember Budapest. Here, I hope you can use them. Ja, die können wir auf jeden Fall gebrauchen. Ich werde ein wenig in der lokalen Zeitung stöbern. Budapest Stadtführer. Budapest ist aus dem Zusammenschluss dreier Städte entstanden. Ob Buda und Pest. Das Parlamentsgebäude ist eines der größten der Welt. Karte von Budapest, die nehmen wir mit. Ich bin zum ersten Mal in Budapest, daher sollte diese Karte hilfreich sein. So, wir gehen jetzt erstmal hier ran, mampfen den Apfel und nehmen uns das hier und dann schauen wir uns die Zeitung an. Budapester Blatt. Erneuter Vampirangriff in Budapest. In der Stadt passieren brutale Angriffe. Quellen zufolge wird den Opfern das Blut ausgesaugt. Ist dies das Werk von Vampiren? Wie will uns die Polizei vor diesen schrecklichen Monstern beschützen? Der Budapester Polizeiwachmeister Laszlo Helsink erklärte, dass er persönlich ermittelt. Er ist zuversichtlich, dass die Polizei die Stadt vor diesen Kreaturen der Nacht schützen kann. Ein vorheriger Zeitungsleser hat sich Notizen gemacht, aber die Handschrift ist winzig. Ich brauche eine Lupe. Ganz genau. Benutzen wir gleich. Opfer oder Bedrohung. Nach den Angaben der Spezialleitung werden die Opfer aus Sicherheitsgründen in strengere Isolation gehalten. Steht uns eine Vampirepidemie bevor? Was geschieht wirklich im Spital? Also, Frau Bianca hat hier noch tolle Schutzamulette für Vampire. Das ist eine kleine Werbeanzeige, wie man einen Vampir erkennt. Unsere Mitarbeiter haben eine Liste der häufigsten Anzeichen für Vampirismus zusammengestellt. Achten Sie auf diese Symptome. Riesige Fledermausflügel, rote Augen, die hypnotisieren können, rasiermesserscharfe Krallen und lange Zähne, um ihre Opfer zu beißen. Was verbergen sie wirklich? Dies ist ein Fall für einen echten Detective. Aber glaube ich, Unsinn. Wenn ich ein Mann wäre, würden sie mir zuhören. Nun denn. Ach, Katze. Er hat es heute irgendwie mit meinem Schreibtisch. Entschuldigung.
Vielleicht stammen diese Notizen ebenfalls von meiner Kontaktperson. Die Liste der Anzeichen für Vampirismus könnte ebenfalls nützlich sein. Okay. Haben wir. Das nehmen wir mit. Brauchen wir hierfür. Zweimal drehen. Nehmen wir uns die Haarnadel. Und Vampir-Schutzamulett. Anleitung. Tragen Sie dieses Amulett stets bei sich. Ist ein Vampir in der Nähe, leuchtet das Amulett auf und warnt Sie vor Gefahren. It's glowing. Does that mean there's a vampire nearby? Ja. Look! A bat! It's a vampire! Help! Okay. Das kam unerwartet. Hoffentlich wurde niemand verletzt. Aber es ist zu dunkel, um das mit Sicherheit zu sagen. Das können wir ändern. Help! I'm trapped! Mhm. Sir, please help me. I'm stuck here. You'll need a ladder to raise the chandelier. There's one near the brewery. Please hurry. I'm blocked in. Please lift the chandelier. Okay, wir nehmen uns... You'll need a ladder to raise the chandelier. Ja, wir brauchen nämlich eine Leiter. Ich hoffe, ich habe da jetzt nichts vergessen. So, die befindet sich hier. Ja, und der arme Kerl ist total verängstigt. Ich brauche etwas, um ihn zu beruhigen. Er mag Würstchen. Die nehmen wir mit. Hier brauchen wir etwas Dünnes. Dafür nehmen wir die Haarnadel. Hier nicht. Hier gehen wir ran. Das war die Fledermaus von vorhin. Okay, und wir müssen in den Kessel greifen. Der steht aber dummerweise unter Strom. Von daher nehmen wir die Handschuhe. Füttere die Aale, ordne jeden der drei Aalpaare die richtige Futterfarbe zu. Mhm. So, den Griff brauchen wir hier. Und hier haben wir die Leiter. Wasserspeierschutzbrille, Metallhand, 7 Kugeln Tasche, Skelett, Mond und Kette. There are tools in the bag, but I can't reach you. Maybe you can hook it with something. Wollen wir das? Please lift the chandelier. Sie geht voll ab. Welche Kette denn? Ach so, okay. Haben wir alle Kugeln? Ne, 2 Stück fehlen noch. Agatha, ich muss früher gehen. Bitte schließen Sie das Restaurant ab. Meine Frau macht sich Sorgen wegen der Vampirangriffe. Also doch. Die Dame kennen wir. Aus dem letzten Teil. Schutzbrille haben wir hier. Achso, okay. Wofür der Handschuh? Was ist das? Oh, warte mal, dann nehmen wir erstmal das hier. Agatha, wenn du schon mein Werkzeug klaust, dann reparier wenigstens mein Automobil. Mark. Ah, okay. Hier fährt jetzt den Handschuh, oder nicht? Nee. Das Isolierband. Natürlich, aber natürlich. Ach. Ah, okay.
Und Schutzbrille bekommen wir. Thank you. My name is Agatha, and I sent you that letter. I admire your work, so I was a bit embarrassed to approach you right away, especially after that spill. I'm investigating vampire attacks myself, but I hit a dead end. I'm sure you could solve it, though. Here are my notes so far. Ah, warte mal, ich habe hier noch Gegenstände vergessen. So, jetzt gucken wir hier rein. Okay, hier können wir wieder auswählen. 12.09. Heute war das große Rennen. Aber auf dem Weg wurde mein Bruder Porträt hier einfügen. Ja. Mark angegriffen. 15.09. Nichts Neues von der Polizei. Aber es gibt Gerüchte über einen Vampir. Der Arme vermisst sein Herrchen. Esther. 17.09. Ich wollte ins Spital, in dem die Opfer liegen, aber man ließ mich nicht hinein. Was geschieht dort? So, 20.09. Hat mich aus seinem Büro gejagt. Er sagte, dass ich zu viel Fragen stelle. So, so. Agatha asked me to investigate the vampire attacks in Budapest. Her brother Mark was one of the victims. The locals wear amulets to protect them from vampires, so why did an ordinary bat make them glow? Something doesn't add up. This case could get interesting. Okay, vielleicht kann ich den Gegenstand gebrauchen. Thank you for helping, Detective. The constable won't want to talk to me after our last meeting. He doesn't believe a woman can be a detective. But I'll do whatever I can to help. We can use my brother's car. I'm looking after it while he's in the hospital. It'll get us to the city faster. Muss das nicht repariert werden? Sprich mit dem Wachmeister. Ja. I need your help to start the engine. Please, give me the goggles. Use the key to start the ignition, Detective. To know. It looks like one of the lights burned out. I saw a spare somewhere around here. An Mark von Agatha, fahre vorsichtig, Bruder Herz. Now you need to change the lights, Detective. It shouldn't be complicated. Oh. Ja, okay. Platziere die Glühbirnen entsprechend der Farbe der Anschlussdrähte. So, so. Das hätten wir, glaube ich, schon mal, würde ich sagen. Great. I think we're ready to go. You've been very helpful. Here, take this. Danke. You're both lucky. These newfangled cars are dangerous. You could have hurt someone or disturbed the crime scene. There was another attack here tonight. I'm very sorry. I'm glad you're okay, Detective. But Lester's gone. I need to make sure he's okay too. I'll take a quick look around and then help your investigation. I need to get the vampire's victim to a hospital right away. You broke the wheel, so you must help me fix the carriage. The constable will be here soon. You can pester him with questions. Here are the tools. Oh, der Lester ist verschwunden. Sie bat mich, die Kutsche zu reparieren. Das könnte eine gute Gelegenheit sein, einen Blick auf die Opfer zu werfen. Okay.
Ja. Okay. Das Rad ist kaputt. Wagenheber. Bei dem Unfall ist ein Teil des Hermesstabes abgefallen. Ich werde ihn brauchen, wenn ich die Tür öffnen will. Können wir das nicht daran machen? Achso, warum stimmt das den Wagenheber? Aber hier fehlt mir was. Komme ich hier noch irgendwo ran? Nee, nicht wirklich. Ah, hier. Krankenakte, Patient unbekannt. Dr. F. Unbekannt, männlich, etwa 25 Jahre alt, möglicher Vampirismus. Ja. Befund, sofortige Spitaleinweisung und Isolierung erforderlich. Patient könnte für andere gefährlich sein. Krankenbericht, der Anruf kam von einem anonymen Zeugen. Eine der ersten Untersuchungen vor Ort ergaben, dass der Patient angegriffen wurde. Zum Zeitpunkt der Einlieferung war er aufgrund der starken Blutverlustes bewusstlos möglich. Mögliche Ansteckung mit Vampirismus durch einen Biss in den Hals. Okay, das ist nicht so. Das ist wohl korrekt. The patient could be dangerous. You must stay away. Was ist das? Ah, okay, das ist hierfür, ne? Thank you for your help. Dr. F. believes that the victims can become vampires themselves. So they're kept in strict isolation for the good of the city. Will you be alone in this wilderness? Aren't you afraid of vampires? You're brave, but I just can't leave you. Here, take this for self-defense. Oha. Ein Flock. Hier, ich hab was gefunden. Ich hab was gefunden. Danke. Haben wir hier noch etwas, was wir finden können? Okay, ist die Prophezeiung über Draculas Rückkehr wahr? Tja, das kann ich dir auch nicht sagen. Da fehlt was. Da haben wir noch was. Oh, cool. Constable Laszlo, at your service. What can I do for you? Hang on, are you a private detective? I've had enough of Agatha prying into police business. Stay out of my way, or I'll arrest you for obstruction. Go back to where you came from. Das ist ja nett. So, hier haben wir noch einen. I'm warning you, detective, stay out of my investigation. Ja, ja, sehr gut. Er mag uns nicht. So, jetzt muss ich das mal gucken. I'm warning you, detective. Stay out of my investigation. Ah, sehr schön. Im Fernglas geht das. Mal sehen, ob ich die Ereignisse des Angriffs nachverfolgen kann. Brauchen wir denn Fundort der Leiche? Haben wir definitiv hier. Kaputte Laterne, Radspuren. Kaputte Laterne. Ah, hier. Blutspuren.
The evidence suggests that the attack took place elsewhere and the body was dumped here. I wonder if the constable will put that in the report. Huch. Hey, du versperrst mir die Sicht. Oh, sie hat etwas gefunden. Kluge Krähe. Das gehört hierhin, oder? Ach. Und die gehören hierhin. Ordne die Standszene so an, dass beim Lochen der Fahrkarte die Löcher mit der Lösung auf der linken Seite übereinstimmen. Was? Ach. Ach du meine Güte. Das ist aber falsch. Warte. Warte, dann muss das hier hin, glaube ich. Dann brauchen wir dann einen runden. Oder? Lass mal ausprobieren. Ja, ne? Okay, ich muss nochmal machen, aber ich wollte nur sicher gehen. Runden. Machen wir so. Nochmal einen runden. Und dann haben wir das. Das. Und das. Dann haben wir zwischen diesen beiden nochmal so einen Stern. Stern hier, ne? Würde ich sagen. So, hier kommt dann auch nochmal ein Stern hin. Hier. Aha, okay. Cool. Was ist das? Im Griff. Agatha ist gerade rechtzeitig zurück, um an Bord des Schiffes zu gehen. Ach. I didn't find Lester. So at least he wasn't injured in the accident. He knows the area well. So I'm sure he'll find his way home. Laszlo is rude and arrogant, but it gets worse. I've heard that he belongs to some secret order. I don't know what role this organization plays in what's happening to this city, but I'm sure Laszlo is hiding something. Let's take this opportunity to search his office while he and his people are busy. Mark's car is damaged, but the boat will buy us some time. Okay, das Tor ist offen. Wir sollten schnell an Bord gehen. Ja. Get out of here, vampire! Detective, someone is hiding in the captain's cabin. Ja, ganz offensichtlich. Gut, dass ihr das sagt. Ah! Who's there? Are you a detective? I'm Captain Constantine, and this ship is going nowhere. There's a vampire on board. Aren't you afraid? Well, I know how to protect myself from vampires. Bring me the items on my list, and then I'll take you to the other side. Bierschutzrezept. Ein Bündel Knoblauch. Drei Federn. Ruß. Aha. Well, he's definitely cracked, but we don't have much choice. I'll check the lower deck. Ja. Ist gut. Wir haben hier auf jeden Fall einen Gegenstand.
Budapester Blatt, schrecklicher Angriff, die Zeiger nehme ich mal eben. Die Bürger sind schockiert über den jüngsten Angriff, der unter erschreckenden Umständen stattfindet. Wachmeister Laszlo, der das unglückliche Opfer entdeckte, versprach, dass der Täter bestraft werden wird. Ja, hier komme ich erstmal nicht weiter. Okay, die Möwe beschützt ihre Küken, völlig zu Recht, aber vielleicht kann ich ihnen etwas zu essen geben. Ach, hier. Kriegst du ein Fischi? Du kriegst ein Fischi, ist ja süß. Du kriegst ein Fischi. Und du bekommst auch ein Fischi. Willst du kein Fischi? Dankeschön. Das ist aber nett. Brauchen wir denn hier noch einen weiteren Gegenstand? Was ist da drin? Ich brauche irgendwas Langes. Ja, das ist ein Flock. Wanderstock. Ja, daraus kann ich was machen. Mhm. Nee. Nicht wirklich. Das hatten wir schon. I haven't found anything yet. Na dann. Okay. Was haben wir denn eigentlich noch für Szenen? Hier brauche ich irgendwas Langes. Ich habe aber ein Seil, habe ich. Und das wird mir ja nichts bringen. Ich nehme mal an, dass wir mit dem Wanderstock irgendetwas anfangen können. Wofür ist denn dieser Griff hier? Und die Uhrzeiger. Oh. Natürlich, hierfür ist der Griff. Um die Tür zu öffnen, muss ich die Griffe drehen, um die Stange in die angegebene Position zu bringen. Okay. Hey, wer ist da? Vielleicht ist Konstantin gar nicht so verrückt. Ich sollte mich besser bewaffnen, bevor ich irgendjemanden gegenübertrete, der da drinnen ist. Oh, das war wohl ein Hirngespinst. Okay. So, hier haben wir den Besen. Können wir damit daran? Oh, Lester. Nein, warum war er denn da drinnen, der arme Lester? Ja. Ach Mensch. Vampirschutzzutaten. Bitteschön. Those bloodsuckers won't get me now. I'll take you across the river. But keep in mind that the city is not quiet. Today's the lunar eclipse from the prophecy. They say Dracula himself has awakened. Did you know that he lived here? Yes, these shores hold many secrets. Ask your girlfriend. If she's a local, she should know all the urban legends. And wipe your hands. They're all dirty. Ein kleines bisschen verrückt ist er schon. Come here, detective. These places are shrouded in legends about vampires. I'll be your guide. See that castle on the hill? If you use your imagination, you can see traces of history in the landscape. Ja, einer Legende nach wurden in den dunklen Zeitaltern der Ort, an dem nun Budapest steht, vom Tod heimgesucht. What? Wo soll denn das hin? Hier, da. Wo steht Budapest? Ach so. Eine Armee ruchloser Vampire verwüsteten die Stadt und Dörfer und tranken das Blut der Unschuldigen. Blut, oh Gott, was nehmen wir? Was soll man denn für Blut nehmen? Ach, nehmen wir doch einfach das Blut. Der Durst ihres unsterblichen Fürsten Vlad Dracula war unstillbar. Weder Schwert noch Pfeil konnten ihn töten. Er fürchtete nur das Sonnenlicht. Wo ist denn der Pfeil? Haben
Haben wir hier irgendwo einen Pfeil? Die Klippe sieht aus wie ein Bogenschütze, aber ohne einen Pfeil kann er nicht schießen. Tja, kriegen wir den Pfeil denn her? Was ist eigentlich, wenn ich zu lange brauche? Und er vorbeifährt. Was haben wir denn noch? Dracula? Haben wir Dracula? Nee, hier nicht. Ich finde den Pfeil nicht. Nein. Hast du einen Pfeil? Ich finde den Pfeil wirklich gerade nicht. Ah. Vielleicht muss ich auch einfach nur mehr Geduld haben. Da ist er. Hä? Aber den Pfeil habe ich jetzt ja immer noch nicht. Das ist ja verrückt. Ich dachte, den hätte ich jetzt damit bekommen. Was ist das hier? Ach, fängt das wieder von... Ah, okay. Ja, dann warte mal. Ist der Pfeil hier. Sehr schön. Den Mond nehme ich mir schon mal. Als sich sogar der Mond am Himmel verdunkelte, fiel ewige Nacht herab und die Krähen labten sich an den Tod. Wo haben wir denn Krähen? Der Mond, Mond haben wir. Das hier ist keine Krähe. Ich weiß auch mal nicht, wie groß das ist. Da. Der König rief die letzten Ritter des Drachenordens zusammen und führte sie aus der belagerten Burg hinaus, um den Monstern entgegenzutreten. Hier haben wir den Ritter, da ist der Drache. Fast alle Ritter fielen im Kampf, doch der König konnte Dracula einfangen, als dieser die Gestalt einer Fledermaus annahm. Er sperrte ihn in den Turm seiner Burg. We're arriving soon, Detective. Hold on, Editor! We're going to turn over! Vermutlich hat Konstantin nicht mitbekommen, dass wir über Bord gefallen sind. Okay, ja, aber ich würde sagen, da der Part schon so lang ist, werde ich den hier jetzt erstmal beenden und wir schauen, wie wir da wieder raufkommen im nächsten Part. Ich danke fürs Zusehen, tschüss!